Hol uns Edens Unterstützung. Ich habe deren Auserwählte kämpfen sehen. Jetzt mit Eden zusammen. Wir sind Pastor Jerome und Ramon einiges schuldig. Die haben Leute von den Highwaymen zurückgeholt. Wenn ich so drüber nachdenke, wären du und Jerome das perfekte Team. Er war zuletzt im alten Silo. Schau dich mal da um. Ich klettere auf dieser Welle herum, jemand. Du hast uns in Prosperity zusammengehalten. Oh, was? Es hat funktioniert! Komm her! Ma'am. Tag auf. Grüß dich. Hey, hab dich! Hörst du mich? Ich bin Chucky. Ich glaub ja nicht an dich, aber vor kurzem gab es keine Sonne und tagsüber war es scheißkalt. Läuft jetzt also gar nicht so schlecht. Schätze, ich bin dankbar. Hab gehört, du hättest viel Gutes für uns getan. Ich brauche deine Hilfe! Ich bin in so einer richtigen Gute-Nachricht-Schlechte-Nachricht-Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Blades leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht denen. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, sind halt was Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß, wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Ich war noch nie so glücklich über offenen Funk. Wollte nur Danke sagen, dass du an mich und La Grosse Patate glaubst. Wäre ich geblieben, als sich alles in Scheiße verwandelt hat, wäre ich jetzt tot. Als der harte Winter kam, wusste ich, dass ich da weg muss. Ich hatte Glück, hier zu landen. Die Menschen hier sind gute Menschen. Hallo, Sir. Thank you.
fast während der Belagerung. Eine merkwürdige Maschine ist in Larry Parkers altem Zuhause plötzlich zum Leben erwacht. Und wo es funktionierende Technik gibt, gibt es immer zweierlei. Wertvolle Materialien und Highwaymen. Sei vorsichtig, wenn du nachgucken gehst. Du hast die Zwillinge abgewehrt. Großartig. Du warst wieder. Captain, die Highwaymen entführen unsere Leute und bringen sie zu ihrer Munitionsfabrik. Halte alle Gefangenentransporter auf, die du siehst, und befreie die Geiseln. In diesem Kampf wird einfach jeder gebraucht. Mit dir reden. Danke, dass du mich rausgehauen hast. Pastor Jerome und ich greifen jetzt schon eine Weile Konvois an und befreien Gefangene. Aber dieses Mal ging alles schief. Wir haben einen Truck überfallen und gerieten in einen Hinterhalt der Highwaymen. Sie haben Jerome. Ich bin gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Gott weiß, wohin sie Jerome gebracht haben. Vielleicht finden wir einen Hinweis in diesem Truck. Er ist nicht weit von hier. Der Belagerung. Ich habe die Werkstatt ausspioniert, wo die Highwaymen ihre Autos anmalen. Der Künstler da häuft gern nützliches Zeug an. Du könntest es dir krallen.
Alter, es ist einfach schon ein Preis, was erwartet. Gekommen bist. Ich sterbe hier draußen. Oh, ist dir schon mal aufgefallen, was für ein komisches Zeug die Idener reden? Das kommt wohl davon, wenn du immer nur ein und dasselbe Buch liest. Und das auch noch völliger Quatsch ist. Ja, böse Jungs! Wir kommen doch hier raus, oder? Rette mich. Schnell! Hey, du! Deiner Schuld. Das Gebiet ist sauber. Ich weiß. Auf ein Wort, bitte. Danke. Ganz im Ernst. Zum Glück sind diese Leute wohl auf.
Das Gebiet ist sauber. Ah, wir stehen in deiner Schuld. Auf ein Wort, bitte. Eine Erleichterung. Ich dachte, ich hätte einen Bonbon gefunden. Das war doch nur eine Motte. Das Gebiet ist sauber. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Die meisten nennen mich Pastor Jerome. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also, wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Jahrelang Ryan Sons, bis Carmina geboren wurde. Sehr schade, dass sie ihr Zuhause aufgeben mussten. Ohne deine Hilfe hätte Prosperity diesen Angriff nicht überlebt, denke ich. Ich habe gehört, wie Leute dich und Thomas Rush als Fremde bezeichnen. Mir!
Vor kurzem wurde jemand als vermisst gemeldet. Dieser Typ wollte wohl ein neues Versteck nahe des Flusses errichten. Vielleicht findest du dort ein paar nützliche Sachen, die er zurückgelassen hat. Das war ganz schön knapp bei uns in Prosperity, hm? Ich hab die Zwillinge. Wir haben die Lösung!
der Scharfschütze, was? Ich hatte alles unter Kontrolle. Das wäre nicht nötig gewesen. Pass auf, ich weiß, dieses Rennen kann man nicht gewinnen. Deswegen wollte ich es ja gewinnen. Aber danke. Vermutlich hast du mein Leben gerettet oder so. Ich hab's nicht so mit Entschuldigung. Bin dir nicht böse, ich wollte nur ein paar Fressen meinen Siegerstempel aufdrücken. Ich mach die Scheiße mit den Zwillingen jetzt schon ein paar Jahre mit. Ich hab meinen Mund gehalten, hab getan, was ich sollte. Alles, was ich wollte, war, dass die Kackbratzen mein Baby in Ruhe lassen. Und was haben die gemacht? Die wollten mir mein Kind wegnehmen und mich in ihrem scheiß Todesrennen draufgehen lassen. Solange es die Zwillinge gibt, wird mein Kind nicht sicher sein. Die Highwaymen werden für alles büßen, was sie mir angetan haben. Du bist okay. Gib einfach Bescheid, wenn du mal Hilfe brauchst.